Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ministerpräsident Papandreou wies dies heute zurück. Ja, aber angefangen werden muss. Ja, sonst kommen wir ja überhaupt nicht mehr dazu, das zu machen, was wir machen wollten. Glauben Sie an den Maya-Kalender? An den Weltuntergang? Für die Wirklichkeit gibt es keinen Ersatz. Weltuntergang? Na und? Weiterlachen. Mit Komödien von Jess Jochensen und... Oleg trägt seinen dunkelgrauen Anzug, den er viel zu selten anhat. Und ich mein Abendkleid mit den Aufsätzen. Es klingelt. Zum zweiten Mal. Wir gehen rein. Es ist 18.55 Uhr. Kurz vor der Novospassky-Brücke fahren wir an einer Lagerhalle vorbei. Vor dem Tor stehen zwei Männer in Uniform. Sieht aus wie Miliz. Zwischen ihnen ein schwarzer Terrier mit einem Maulkorb. Ich bin unruhig. Es gibt keinen Trost. LSD ist ein Halluzinogen. Das stärkste Halluzinogen, das die Menschheit kennt. Man wird es ihnen als Pappe verkaufen. Bunte Schnipsel Löschpapier oder als Mikro. Kleine Plättchen Gelatine getränkt mit LSD. Eine Konsumeinheit, der sogenannte Trip, enthält zwischen 100 und 250 Mikro. Früher war ich glücklich. Jetzt. Bin ich happy.